Ja, ich bin's wieder und wieder mit Vogel. Wie kann ich jetzt das letzte Video gut zusammenfassen? Ist Quatsch. Ja, so geht's. Die zweite Problematik ist ja dann, wie es aus dieser einen Zelle, die vor 3,8 Millionen Jahren auf der Erde entstanden sein soll, ist dann daraus der Mensch im Endeffekt entstanden? Das kann dir auch keiner nachvollziehen. Das ist also völliger Science Fiction ist das. Völliger Science Fiction, das wird dir hier in der Schule beigebracht. Also Pierre, ich kann dir das schon erklären. Das habe ich auch im letzten Video erklärt. Das war eine sehr, 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 sehr simple Zelle und die hat sich über viele, viele Generationen von Spaltungen durch genetische Defekte so weit weiterentwickelt, also fehlerhaftes Auseinander, oder wir zusammentackern von den Gensträngen, so weit verändert, dass daraus komplexere Zellen geworden sind. So Zellkern, Membran, wie wir es heute kennen. Und bei einer fehlerhaften Spaltung dieser Zelle, das heißt, sie haben sich nicht vollkommen gespalten, sondern sind bei der Membran zusammenhängen geblieben, hatten wir dann Mehrzeller. Und irgendwann wurden dann die Mehrzeller so groß, dass daraus eigene biologische Organismen wurden. Das könnte man alles rausfinden, wenn man, ich weiß auch nicht, ein verficktes Buch lesen würde. Dämliches, arschgeficktes Drecksblag. Oh! Ihr merkt, ich habe so langsam die Pappe auf mit dem Typ, weil er jetzt seit Stu ja, etwa einer Stunde in denselben Scheiß labert. Ne, das ist ja voll Science Fiction, ne, muss man nur mal kennen, ne. Dummes Arschloch. Ich möchte es mal. Ich bin jetzt ein bisschen außerhalb des Argumentationszyklus, also ich beleidige Vogel des Argumentationszyklus hier, aber mal ein bisschen außerhalb. Ich habe es im letzten Video erwähnt, ich habe auch ein bisschen mit der Stimme aus dem Off geskypt. Wir haben beide dieselbe Frage im Kopf. Warum mache ich diese Videos? Du hast gesagt, warum braucht ihr mich, um euch zu sagen, dass die Videos scheiße sind von Vogel? Ich meine, jeder von euch hat Skype. Jeder hat Skype und kann Leute fragen. Jeder von euch hat irgendwo eine Bücherei und kann sich ein Buch ausleihen. Jeder von euch hat Google. Zwangsläufig, wenn ihr auf YouTube seid, habt ihr Zugriff auf Google-Datenbanken. Also könnt ihr ja mal googeln, Evolution, und findet raus, was Vogel labert, absoluter Bullshit. Braucht ihr mich, um euch das lustig zu erklären, oder seid ihr zu faul zum Lesen? Oder wisst ihr das schon und se seht nur gern, wie ich mich aufrege? Ist es nur so eine Frage in den Raum gestellt? Weil keiner von euch braucht mich, um rauszufinden, dass Vogel doof ist. Ihr guckt den Typ 10 Minuten und der haut mit einer Flasche auf den Tisch und sagt, da kommt keine Maus raus, Evolution ist gelogen. Dann wisst ihr, gut, der Gott in die geschlossene mit den Zellen aus Gummi. Aber nicht vor eine Kamera. Schon gar nicht, wenn da Leute sind, die ihr wahrscheinlich auch noch bezahlt haben, um den Scheiß hören zu müssen. Wo war ich? Ach ja. Pierre, sag mal was über Evolution. So war es gewesen. Am Anfang war es der kleine Affe, nee, das kleine Tier, der wurde zum Känguru. Und dann auf einmal kam der kleine Affe raus, der ist rumgelaufen mit der Banane und so weiter und so fort. Und dann auf einmal kam so ein Mensch, der ist so gegangen. Und dann auf einmal kam Homo sapiens raus. Weißt du, Pierre, wenn du das hier nicht ernst nimmst, dann brauche ich das auch nicht ernst nehmen, oder? So ist es schon eher. Schön in der Sonne liegen mit dem Bier, Schnittchen mit lecker Gückchen drauf natürlich. So kann ich mir den Vogel wohl gefallen lassen. Also, wo warst du, Pierre? Siehst du, das ist doch total, wenn dir dann einer erzählt. Das ist doch Science Fiction hoch 10, oder? Und kein Beweis dafür. Ah doch, Entschuldigung, kommen wir gleich zu den Beweisen. Das heißt, hier am Anfang der Geschichte ist das Problem schon, wenn der Lehrer dir erzählt, ja, das haben die mir auch erzählt, aus unbeliebter Materie ist die erste Zelle entstanden und dann durch diese lange Zeit, ding, 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 sagen wir dem erstmal, aus unbeliebter Materie entsteht kein Leben. Und mittlerweile hat die Wissenschaft bewiesen, dass dieses Experiment von Stanley Miller keinerlei Relevanz hat. Versteht ihr? So müsst ihr argumentieren. Was er mit argumentieren meint, ist Lügen. Verzeihung. Nur für die, die keine Ahnung haben, vom letzten Mal die Zusammenfassung. Das Experiment von Stanley Miller ist deshalb vollkommen irrelevant, weil es mittlerweile von 20, 30, 40, 50 anderen Forschern
mit anderen atmosphärischen Bedingungen nochmal nachgemacht wurde und immer noch funktioniert hat. Das heißt, das Ding von Stanley Miller hat keine Bedeutung mehr, weil wir neuere Daten haben, die das immer noch beweisen. Das weiß der Vogel aber nicht, weil er doof ist oder lügt oder beides. Also dann machen wir mal weiter. Mir kann es egal sein, ich nehme mir ein Gurkenschnittchen. Zweite Sache ist, Pasteur sagt, dass die Vorstellung, ja, oder ich zitiere es, die Behauptung, dass Leben aus unbeliebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Verstehst du? Stell dir vor, du bist bei deinem Lehrer in der Schule und du bringst ihm so ein Zitat von Pasteur. Punkt. Und nochmal die Wiederholung. Pasteur war schon seit 60 Jahren tot, als Miller sein Experiment gemacht hat. Also ist die Aussage denkbar ungeeignet, um das Experiment zu beschreiben. Von daher kann sich Vogel mal da lecken, wo die Sonne nicht scheint. Dann die nächste Sache. Es sind die evolutionären Mechanismen. Dann reden die vor allen Dingen von zwei. Erstens Selektion, natürliche Selektion. Und zweitens von Mutation. Gut gemacht, Pierre. Hast dir die Mechaniken ganz alleine gemerkt. Kannst du es auch erklären? Das heißt, die sind immer wieder von Höpschen nach Döpschen gesprungen. Wenn die in der einen Sache keine Regel gefunden haben, sind die zur anderen. Ja? Dann haben die gesagt, ja, Selektion. Das heißt, durch natürliche Gegebenheiten haben diese Tiere sich angepasst und diese erworbenen Fähigkeiten laut Lamarck haben sich dann weiter vererbt. Zum Beispiel die Antilope, plötzlich sind die Bäume höher gewachsen. Da war die Antilope, hat ihren Hals gestreckt, dann ist sie zur Giraffe geworden, im Endeffekt. Und dadurch, dann haben die aber gesagt, ja, kann nicht sein, weil wir haben festgestellt durch Gregor Mendel, ja, dass also erworbene Fähigkeiten sich nicht weiter vererben. Weil dein Vater lesen gelernt hat, heißt es nicht, dass du auf die Welt kommst und kannst plötzlich lesen. Du kannst es auch erwerben, aber heißt nicht, dass du so auf die Welt kommst. Die Giraffe kommt dann mit dem langen Hals auf die Welt. Also du, Pierre, tut mir schrecklich leid, aber da muss ich dir jetzt leider 0 von 10 möglichen Punkten aufschreiben, weil du Blödsinn laberst. Keine Angst, die Lösung schreibe ich nachher an die Tafel. Ja, so. Das heißt, dann sind sie zum nächsten Schritt übergegangen, Mutation. Die haben gesagt, durch Mutation, ja, hat sich eine andere Art entwickelt und die war dann besser abgestimmt auf die Natur, die sich zum Beispiel durch ein plötzliches Ereignis verändert hat. Zum Beispiel, es kam eine Dürre oder eine Eiszeit und plötzlich waren dort Tiere, die eine Mutation hatten und die konnten sich dann weiterentwickeln, haben sich dann weiterentwickelt. Das tut mir leid, Pierre, da muss ich dir leider wieder 0 Punkte aufschreiben. Das heißt, eben durchrechnen, du konntest Mutation und Selektion nennen, aber hast beides unheimlich beschissen erklärt. Du hast 2 von 22 Punkten, glatte 6. Tut mir leid, Pierre, ich muss einen Brief an deine Eltern schreiben, du bist dumm wie ein Roggenbrot. Normalerweise wäre ich jetzt tierisch sauer und würde Pierre ganz böse Sachen sagen, aber ich habe von meinen Kumpels ein Kilo Gras bekommen und ich habe so gute Laune. Meine Vorhänge sind so weich. Aber zurück zum Thema. Der Onkel Fingert wollte euch ja noch Mutation und Selektion erklären. Also, Selektion heißt, dass bestimmte Tiere unter bestimmten Lebensbedingungen wahrscheinlicher überleben als andere. Und um das ein wenig mit Beispielen zu hinterlegen, nehmen wir mal, wie in meinem letzten Video, Bären. Ein Bär, der die genetischen Anlagen für ganz doll dickes Fell hat, also noch viel dicker als für seine Artgenossen, ist zum Beispiel in irgendwelchen Schneegebieten, Grönland, Antarktis oder wo gerade Bären rumlaufen, besser ausgerüstet als ein Bär mit dünnem Fell. Das heißt, der Bär mit dünnem Fell wird wahrscheinlich erfrieren und kann seine Gene nicht weitergeben. Während der Bär mit dem schön flauschigen, dicken Fell, der total gut gewärmt ist, seine Gene weitergeben kann und somit diese dicken Fellgene weitergetragen werden. Genauso, wenn zum Beispiel ein Tier, sagen wir mal, gekrümmte Klauen hat und ein anderes Tier hat glatte Klauen, dann ist dieses Tier mit den gekrümmten Klauen, das seine Beute besser festhalten kann, wahrscheinlich, so ist es wahrscheinlich, dass diese Tierart überlebt, als die Tierart mit den glatten Klauen, weil die ihre Beute nicht vernünftig festhalten kann, ohne dass die Klauen abbrechen werden.
Warum erzähle ich euch das alles? Weil der Pierre alles zusammenwirft und sich dann wundert, dass alles so durcheinander ist. Also, normal. Selektion heißt, unter den gegebenen Umständen können bestimmte Tiere besser überleben als andere. Sowohl innerhalb derselben Art, wenn zum Beispiel ein Bär ein dickeres Fell hat als andere Bären in einem eisigen Klima, werden die mit dünnem Fell sterben, können ihre Gene nicht weitergeben. Und die Bären mit dickem Fell überleben und können ihre Gene weitergeben. Und das Ganze gilt auch zwischen verschiedenen Tierarten. Wenn es zum Beispiel zwei Jäger im selben Gebiet gibt und die einen haben besser entwickelte Tötungswerkzeuge und besser entwickelte Jagdwerkzeuge als die anderen, dann heißt das, die besser entwickelten Jäger überleben und die schlecht entwickelten Jäger sterben. Survival of the fittest. Das wäre Selektion. Mutation tritt zufällig auf, das nur so vorneweg. Mutation heißt nicht, wie Pierre Vogel sagt, ja, da gibt es dann Dürre oder Eiszeit oder Kometeneinschlag und auf einmal sagt das dann Katzinka und alles ändert sich ganz schnell. Sondern das heißt eigentlich, es passiert rein zufällig eine Veränderung im Erbgut. Das heißt, die Ketten werden, so, wir kennen das ja, die Mama und der Papa kommen zusammen, da rödeln die schön und jeder bringt die Hälfte von seinem Genpool mit rein. Und wenn sich die Gene zusammensetzen oder schon vorher bei der Produktion der jeweiligen Überträger, das heißt zum Beispiel, wenn die Spermien produziert werden, kann es auch zu Fehlern kommen, bei den Eiern genauso. Und wenn die sich dann zusammensetzen, kann es auch nochmal Fehler geben. Das heißt, durch diese fehlerhaft, also diese in Anführungsstrichen fehlerhafte Weitergabe von Erbinformationen treten Mutationen auf. Es gibt negative Mutationen, die das Leben einer Tierart, also die das Überleben dieses Tieres schwerer machen. Und es gibt positive Mutationen, zum Beispiel, die dann dieses Überleben dieses Tieres wahrscheinlicher machen. Wenn wir zum Beispiel eine Bärenmama und einen Bärenpapa haben und die haben drei Kinder, das eine hat keine Mutation, das zweite hat eine Mutation, dass es ganz doll dickes Fell bekommt und das dritte hat die Mutation, dass es überhaupt kein Fell hat. Wenn jetzt diese drei Bärenkinder in der Antarktis leben, kommt wieder die Selektion rein. Und dann sehen wir, Mutation und Selektion hängen zusammen, weil dann wieder die Selektionsregel kommt. Der Bär ohne Fell wird wahrscheinlich erfrieren, kann seine Gene nicht weitergeben, seine mutierten Gene. Der nicht mutierte hat so eine standardmäßige Chance zu überleben, könnte ja trotzdem noch totfrieren. Und der mit dem dicken Fell ist sehr wahrscheinlich, dass er überlebt, zumindest wird er nicht erfrieren. Und darum ist es wahrscheinlicher, dass er seine Gene weitergibt als bei seinen beiden Brüdern. So entsteht aus einer Mutation, die ins Erbgut übergeht. Also eine Mutation geht ins Erbgut über, weil sie halt aus einem fehlerhaften Erbgut entsteht und wird auch an die Kinder weitergegeben. Das heißt, die Kinder dieses Bären mit dickem Fell werden auch wieder dickes Fell haben. Und mit weiteren Mutationen über viele, viele Generationen wird das Fell immer dicker. Und wenn es irgendwann zu dick wird, dann werden die Tiere dank der Selektion auch wieder absterben, weil die nämlich dann zu viel Fell haben und sich nicht vernünftig bewegen können und alle tot umfallen, sobald die mal 5 Meter laufen müssen. Das heißt, Mutation und Selektion hängen zusammen. Was Pierre da noch mit reingefummelt hat, waren Modifikationen. Eine Modifikation ist eine Veränderung des Körpers, die automatisch passiert, aber nicht in den Erbpool mit reingeht. Wenn zum Beispiel, so ein Beispiel von Modifikation, das wir alle kennen, wäre zum Beispiel Haut. Das heißt, wenn wir in der Sonne rumsitzen, im Sommer ist es schön warm, dann wird die Haut dunkler. Das ist eine Modifikation. Die Modifikation kann sich auch wieder rückgängig machen, die hat keinen Einfluss aufs Erbgut. Nur weil ich mich jeden Tag 5 Stunden in die Sonne lege und total dunkle Haut habe, werden meine Kinder dadurch nicht automatisch gebräunt zur Welt kommen. Meine Kinder sind trotzdem dann genauso weiß wie alle anderen kaukasischen Kinder. Ich glaube, kaukasisch war richtig. Ich hoffe es zumindest.
Wenn nicht, wie gesagt, ich bin doof, was Bio angeht, aber nicht so doof wie der Vogel. Übrigens, was ich euch gerade gesagt habe, war Biounterricht der 10. Klasse einer Realschule in Niedersachsen. Ich frage mich, warum Leute sich in Vorträge setzen und sich von Vogel den Scheiß anhören. Aber wenn ich drüber nachdenke, ich höre mir den Scheiß von Vogel ja auch an, um mich über ihn lustig zu machen. Von daher, helau. Ich fürchte, Vogel wird es noch weitermachen. Ich fürchte es wirklich. Da sagen wir erstmal zu, geben wir ein Beispiel. Reptilien. Man sagt praktisch, dass du als Mensch ursprünglich ein Reptil warst. Ein Krokodil zum Beispiel. Crocodile Dundee kennt ihr ja alle. So, die Sache ist, da fragen wir einfach mal, warum gibt es heute kein Krokodil? Warum gibt es die Dinosaurier nicht, aber die Krokodile gibt es immer noch? Warum haben sich die Krokodile nicht weiterentwickelt? Warum haben wir keine fliegenden Krokodile oder irgend sowas? Warum heute sind die auf einmal vom Aussterben bedroht? Warum sehen wir keine Mutation, dass auf einmal das Krokodil auf zwei Beinen läuft und mir wie ein Mensch reden kann? Seit Jahrtausenden von Jahren, seit Millionen oder was weiß ich, seit Hunderttausenden von Jahren verändert sich das Krokodil kein bisschen. Und es ist immer noch genauso, wie es früher gewesen ist. Warum hat sich das nicht verbessert, das Krokodil? Ist immer noch dasselbe Krokodil. Kann nicht reden, kann nicht fliegen. Oder habt ihr schon ein Krokodil gesehen, was fliegen kann? Vielleicht so ein Zeichentrickfilm oder sowas. Jedenfalls ist immer noch so wie vorher. Ja? Wow, das ist blöd auf so vielen Leveln. Aber ich muss den Scheiß erklären. Also, will ich es mal in Ruhe erklären. Es gibt bei der Evolution sogenannte Regeln. Mutation und Selektion. Die hat Pierre entweder aus Absicht oder aus Doofheit falsch erklärt und falsch verstanden und wundert sich jetzt, dass das nicht so funktioniert, wie er will. Krokodile können aus dem Grund nicht fliegen, weil sie Wirbeltiere sind. Und alle Wirbeltiere haben zwei Paare an Gliedmaßen. Ob das nur Vögel sind oder Säugetiere, oder Reptilien, das ist egal. Immer nur ein vorderes Gliedmaßpaar und ein hinteres Gliedmaßenpaar. Bei Vögeln sind das einmal Flügel und einmal Beine. Bei Reptilien sind das zweimal Beine. Bei Menschen sind das einmal Arme und einmal Beine. Also ist jetzt meine Frage an Pierre: Warum bist du so doof und verstehst die Zusammenhänge nicht? Oder besser gesagt, bist du so doof und verstehst das wirklich nicht oder lügst du wie gedruckt? So oder so, ich muss jetzt noch wieder lange weiter erklären, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Also, da ein Krokodil nur zwei Gliedmaßenpaare hat, müsste es erst einmal laufen. Auf zwei Beinen, sonst bringt das Fliegen nichts. Um auf zwei Beinen fliegen zu können, bräuchte es aber komplett anders gebaute Beine. Die Beine sind zum Schwimmen da, die sind komplett verkümmert. Auf dem Land sind Krokodile relativ langsam, weil die Beine im Grunde nur zum Richtungslenken da sind beim Schwimmen. Mit dem Schwanz kommt dann der Turbo an. Das heißt, die Hinterbeine müssten sich komplett verändern, vollkommen grundlos natürlich. Es müsste seine Gangart ändern, weil ein auf dem Bauch kriechendes Tier nicht fliegen kann. Es kriegt nie Aufschwung. Und es müsste seine klitzekleinen Vorderärmchen, die es hat, auf das Dreifache seiner Körperlänge ausdehnen, sonst kommt das Krokodil bei seiner Körpermasse überhaupt nicht hoch. Und dann anfangen, starke Brustmuskeln auszubilden, um damit dann noch zu flattern. Das ist eine derartige Masse an Mutationen, für die es keinen Grund gibt, die Vogel hier voraussetzt. Krokodile haben sich deswegen seit Jahrtausenden nicht verändert, weil sie sich nicht verändern müssen. Jedes Lebewesen, das sich seit Jahrtausenden nicht verändert hat, hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert, weil es dazu keinen Grund gibt. Die Lebensbedingungen, in denen sie sind
mehr oder weniger dieselben geblieben. Genau wie ihre Lebensart. Krokodile haben früher nicht irgendwie auf Bäumen gelebt und sich dann vor 10 Jahren gedacht, hey, ich gehe jetzt ins Wasser und bumm. Krokodile haben schon immer im Wasser gelebt. Oder zumindest seit den Dinosauriern im Wasser gelebt. Was sie da vorgemacht haben, ist mir eigentlich relativ wumpe. Das heißt, wir haben hier im Grunde eine hauptsächlich aquatische Lebensform, die aber an Land muss, um zu brüten. Die logischere Frage von Vogel wäre jetzt, warum bilden Krokodile keine Lungen aus? Da kann man auch wieder argumentieren, das brauchen die nicht, weil Krokodile nie irgendwie in die große, weite See fahren, sondern in kleinen Tümpeln bleiben, weil sie da besser zuschnappen können. Aber das fragt er nicht, weil er doof ist. Was mir jetzt gerade so einfällt beim Bierchen. Wenn Vogel sagt, Evolution hat ja so Regeln, ich die Regeln richtig erklärt habe und dazu zu doof ist, der aber vorher noch gesagt hat, Schöpfung hat keine Regeln, weil Allah ist ja allmächtig, der kann ja Menschen aus Glas machen und so einen Scheiß hat er vorgesagt. Wenn die Schöpfung akkurat ist, warum gibt es keine fliegenden, sprechenden Krokodile, Pierre? Das wäre eigentlich eine bessere Frage, oder? Ich kann dir anhand der evolutionären Regeln aufzeigen, dass es keinen Grund gibt, dass Krokodile sich auf diese Art weiterentwickeln müssen. Sie haben seit Jahrtausenden gut gelebt. Sie brauchen sich nicht krampfhaft verändern, wenn dazu kein Bedarf besteht. Es gibt auch seit Jahrtausenden Affen, weil die Nische für Affen existiert. Ob jetzt sich andere Affenarten weiterentwickelt haben zu Menschen oder menschenähnlichen Wesen, ist vollkommen schiedegal. Die Nische für Affen, kleine Viecher, die auf Bäumen leben und Früchte und Nüsse essen, existiert weiterhin. Das heißt, irgendein Lebewesen wird diesen Platz einnehmen. Und das werden wahrscheinlich die Affen bleiben, solange wir die Affen nicht vorher ausgerottet haben. Aber wieder zurück. Zurück zu Pierre, bevor ich noch wieder anfange, hier Sinn ins Video zu labern. Und dann die Mutation. Zu behaupten, durch eine Mutation ist ein besseres Wesen entstanden, eine bessere Art. Ja? Wir reden nicht von einer Rasse. Versteht ihr? Wir reden nicht von einer Rasse, weil es gibt einen Unterschied zwischen Art und Rasse. Zum Beispiel, es gibt die weiße Rasse in dem Sinne. Das heißt zum Beispiel blond, blauäugig und so weiter. Und es gibt zum Beispiel afrikanische Rasse, zum Beispiel jemand, der schwarz ist. Ist dieselbe Rasse, ist aber derselbe Mensch. Die können sich untereinander paaren. Das heißt, ein weißer, ein Blonder kann eine schwarze Frau heiraten oder andersherum. Ja, gibt es überall. So, aber wenn jetzt zum Beispiel der Affe ja, mit einem Menschen heiraten würde, ich bringe nur das Beispiel, damit wir das verstehen, da kommt nichts bei raus. Das sehen wir im Tierreich. Ein Esel und ein Pferd, was kommt dabei raus? Ein Maultier, das sich nicht weiterentwickeln kann. Okay, erstmal möchte ich hier anmerken, dass es relativ unbequem ist, von einem weißen Typen zu hören, wenn ein Mann mit einer schwarzen Frau heiratet und dann gleich vom Mann mit der schwarzen Frau vom Mann zum Affen übergeht. Nur so als Anmerkung. Aber hier auch wieder beweist Pierre Vogel seine Partikel von Halbwissen, die noch irgendwie übrig geblieben sind in der ganzen Doofheit und dem komischen Bart. Er weiß, dass es einen Unterschied zwischen der Spezies und den Unterspezies gibt. Das heißt, Spezies wäre Homo sapiens, Unterspezies wären halt Hautfarben in dem Fall. Das kann man auch noch weiterfassen, zum Beispiel Oberspezies wären Menschenaffen, Unterspezies wären Gorilla und das andere ganze Zeug. Die kann man untereinander kreuzen, da kommen sogar Kinder bei raus, die können dann auch wirklich noch weitere Kinder haben, theoretisch. Was das jetzt mit irgendwas zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Aber um nochmal auf den Anfang seines Gelabers zurückzukommen. Am Anfang sagt er bei diesem Videoabschnitt ja noch, bei der Mutation steht gleich eine neue Art. Das ist falsch. Wenn ich jetzt auf einmal, wenn ich ein mutiertes Kind haben würde, mit meinetwegen einem sechsten Finger, das wäre immer noch ein Mensch. Immer noch ein Homo sapiens. Nur weil es jetzt einen sechsten Finger hat, ist es ja deswegen nicht gleich ein Homo sexfingericus. Ja, ich hatte auch kein Latein. Eine Mutation macht noch keine neue Art. Es sind viele Mutationen über einen langen Zeitraum.
Viele kleine Veränderungen machen die großen Unterschiede, Pierre. Über hunderte von Generationen, tausende von Generationen. Aber nein, Pierre ist ja ein Doofkopf, der mit Strohmännern arbeiten muss. Habe ich noch irgendwas gerade zu sagen? Ja, ich befürchte, es wird noch schlimmer. Und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das heißt, wenn die davon ausgehen, guck mal, weil oft kommen die Leute dann mit der darwinischen Theorie und sagen, ja hör mal, wenn der Mensch aus Adam und Eva entstanden ist, wie sind denn daraus die ganzen Kinder gekommen? Hä? Wie geht das denn? Verstehst du, so ganz schlau. Dann sagst du zu ihm, pass mal auf, Kollege. Du gehst davon aus, dass es wegen einer langen Zeit und unendlich viele Zufälle gab es, ist auf einmal durch eine Mutation plötzlich das Erbgut, das DNA und so weiter hat sich so verändert, dass aus dem Menschen ein Affe wurde. Nee, dass aus dem Affen ein Mensch wurde. Ja, manche sagen ja, manche haben ja das Gefühl, dass die Evolution eventuell andersrum verlaufen könnte. Weil man manchen Menschen das Gefühl hat, die sind zum Affen geworden. Aber okay. Da hat Pierre recht, ich kenne da so einen Kandidaten mit Bart, Badekappe. Okay, hier der Punkt. Irgendwo hier ist die Linie, wo dann durch so viele Zufälle dieser Mensch, dieser Affe, durch Mutation eine andere Art wird. Hier ist die Grenze. Jetzt wird er hier zum Affen. So, jetzt muss er ja davon ausgehen, dass zur selben Zeit 100 oder 1000 andere Affen plötzlich auch zu Menschen geworden sind. Weil sonst kann er sich ja nicht paaren. Du hast ja eben selber gesagt, Adam und Eva, wie haben die sich weiterentwickelt? Dann sagen wir ganz einfach, wie funktioniert das denn bei dir? Wie funktioniert das denn bei dir? Bei dir kann es gar nicht funktionieren, weil der alleine da ist und sich mit gar keinem paaren kann. Oder willst du jetzt behaupten, eine Mutation, die laut deiner eigenen Theorie alle Millionen Jahre vorkommt und eine bessere Formreihung oder alle 100.000 Jahre vorkommt, das ist auf einmal bei 100 verschiedenen Arten passiert, die haben sich auf einmal alle umgewandelt und plötzlich wurden auf einmal sind plötzlich 100 Affen zu Menschen geworden, haben sich verwandelt. Mit wem hat sich der Affe gepaart? So, dass der Esel wird zum Pferd. Mit wem soll sich der Esel paaren? Mit einem anderen Pferd? Kommt nichts bei raus, kommt ein Maultier bei raus. Ein Maultier kann sich nicht weiter fortpflanzen. Ist steril sozusagen. Punkt. Das heißt, hier hört bei dir schon auf. Bitte entschuldige mich kurz, ich muss eben das Bier wegstellen, die Schnittchen wegräumen. So, ich möchte eben den Ruhemoos unterbrechen, um etwas zu sagen. Pierre Vogel ist das ekelhafteste, lügnerischste Stück Scheiße seit Hitler und Goebbels. So, nachdem ich das so freundlich gesagt habe, erkläre ich euch allen, warum das Schwachsinn ist, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Pierre Vogel behauptet, dass eine Mutation wie folgt aussieht. Du hast da so einen Affen und der läuft da lang und auf einmal heißt das BÄM Mutation und der trägt eine Jeans und hat einen PayPal-Account. Und das ist das dümmste, hirngewaschenste, was ich je gehört habe. Und ich kenne NPD-Mitglieder und höre denen manchmal zu, wenn die irgendwelchen Blödsinn labern, damit ich sagen kann, Jung, du bist das Blödste seit Pierre Vogel. Also, nachdem ich jetzt Pierre Vogel ausgiebig mit Nazis verglichen habe, da wird mich in den Kommentaren zerreißen, aber hey, jetzt eine richtige Erklärung. Eine Mutation ist eine minimale Veränderung im Erbgut. Minimal, ganz klein, itzi-bitzi. Wenn wir mal zum Beispiel einen Vogel nehmen, der sich in so eine Vogelart wird zu einer anderen mit größeren Flügeln. Dann wird über Hunderte und Tausende von Generationen das Erbgut weitergegeben und es kommen Mutationen dabei raus. Weil durch die Selektion diejenigen mit größeren Flügeln bevorteilt werden, weil die können schneller fliegen, besser steuern und so weiter. Können die ihre Gene wahrscheinlicher weitergeben als die mit kleineren Flügeln.
Daher entwickelt sich diese Vogelart langsam weiter, ganz langsam von Generation zu Generation. Und irgendwann sagen wir, das ist nicht mehr Vogelart. Also über Tausende von Generationen, Millionen von Jahren, sagen wir irgendwann, das ist nicht mehr Vogelgeneration A, also Vogelart A, sondern Vogelart B. Nach Tausenden von Generationen. Vogelart A kann trotzdem noch weiter existieren, aber Vogelart B hat sich aus Vogelart A entwickelt. Es ist ja nicht so, dass wenn wir sagen, es hat sich jetzt das Pferd entwickelt und Pferde sind besser als Esel, also nehmen dann irgendwann nachts alle Pferde ihre Messer raus, bringen alle Esel um und sind dann allein die Hirschplätze, sondern die Arten existieren separat nebeneinander daher. Soweit alle verstanden? Okay. Bei der Entwicklung der affenähnlichen Vorfahren, die wir Menschen mal hatten, ist das wie folgt. Jede Generation hat sich minimal verändert, genau wie von Vogelart A zu Vogelart B. Minimal verändert. Minimal. Da sind ein paar Affenarten bei auf der Strecke geblieben, die sind abgespalten haben, wo es dann halt keine günstigen Paarungsmöglichkeiten oder günstige Mutationen gab. Aber über Milliarden von Jahren, Hunderte, Tausende von Generationen, Zehntausende von Generationen. Und da wundert sich Pierre, dass wenn Affen A, also sagen wir mal Affenart A, ganz weit hinten, 10.000 Generationen weiter, haben wir einen primitiven Menschen und einen Affen, haben sie aus derselben Urart entwickelt. Nur halt in verschiedenen Regionen. Weil in der einen Affengruppe, die meinetwegen in Südafrika war, die Lebensbedingungen anders waren und darum andere Mutationen begünstigt wurden. Während in Nordafrika die Lebensbedingungen zum Beispiel auf Bäumen günstiger waren statt in der Steppe und darum die Affen auf Bäumen geblieben sind. Was bringt es einem Affen aufrecht zu laufen, wenn er den ganzen Tag in Bäumen rumklettert? Was bringt es einem Krokodil zu fliegen und zu sprechen? Hat Pogel auch nicht kapiert. Arschkrampe. Also, wir haben nach Zehntausenden von Generationen zwei unterschiedliche Endprodukte. Das ist in der Evolution vollkommen möglich. Das ist kein Widerspruch. Und man kann auch nicht sagen, Affen entwickeln sich nicht mehr zu Menschen. Pff, Evolution ist doof. Da kann ich genauso gut sagen, warum erschafften Allah jetzt keine neuen Lebewesen? Warum keine gelben Krokodile, die Säure pissen und fliegen können? Ich warte. Feuer spucken auch noch mit rein. Ich will Drachen haben. Los, Allah, mach! Nee, Allah ist ja wieder, das ist ja geplant, das darf er ja. Also, nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet und war ein bisschen böse, aber nochmal, das Bier kommt wieder auf den Tisch und ich erkläre nochmal ganz in Ruhe. Beruhig dich. Was Vogel hier sagt, ist absoluter Bullshit, weil nicht nach 10.000 Jahren auf einmal ein Affe rauskommt, der eine Jeans trägt und einen PayPal-Account hat, mit dem iPhone rumgoogelt und fragt mich nicht was. Sondern die Veränderung von Art zu Art geht über Tausende, Zehntausende von Jahren, Tausende von Generationen. Das könnte man wahrscheinlich hier auf der Skala auch noch erkennen, aber na, alles ein bisschen klein. Das könnt ihr gerne mal googeln, Entwicklung des Menschen, wenn ihr das mit Zahlen findet, das sind viele tausend Jahre. Von Generation zu Generation kleine Bitzchen. Das heißt, die Gruppe entwickelt sich simultan weiter, gemeinsam, über tausende von Jahren, kleine Veränderungen. Das ist nicht alles exakt Copy-Paste-Genetik, wie das hier Vogel vorschlägt. Da ist ja einer auf einmal Bummes der Mensch, da müssen alle anderen auch sofort automatisch Menschen werden. Weil anders kapiert es nicht, weil ich bin zu blöd, mir Schuhe zuzubinden, darum trage ich Sandalen. Sondern über viele Generationen entwickelt sich eine Gruppe simultan weiter. Weil das Erbgut, sagen wir mal, wir haben eine Gruppe von 1000 Affen. Wenn es innerhalb dieser Gruppe von 1000 Affen Mutationen gibt, dann bleibt die innerhalb dieser Gruppe von 1000 Affen. Das heißt, diese Gruppe entwickelt sich über viele Generationen simultan weiter. Mutationen werden an die nächste Generation weitergegeben, da wird sie untereinander gepaart. Mutation, Selektion, die minderwertigen in Anführungsstrichen
werden von der Natur ausgesiebt, die langsam von Jägern gefressen, die mit körperlichen Defekten, meinetwegen mit kaputten Lungen, sterben an Organversagen. Diejenigen, die nicht die Arme fürs Klettern haben, fallen von Bäumen und sind tot. Und so weiter und so weiter. Viele tausend Generationen. Und irgendwann haben wir eine neue Art. Wenn wir dieselbe Gruppe von 1000 Affen irgendwo anders ausgesetzt hätten, hätten sie eine vollkommen andere Art entwickelt. Mutation und Selektion hat Vogel alles nicht verstanden und ich laber da jetzt zum 5. Mal drüber. Meine Fresse, geht mir der Vogel auf den Sack. Und er hat trotzdem nicht erklärt, wie es mit Adam und Eva funktioniert. Was soll das sein? Verzauberte Inzucht? Meine Fresse, sind wir hier in Bayern oder was? Die zweite Sache ist, dass die Evolutionisten selber davon ausgehen, von einer Urmutter der Menschen, die in Afrika gelebt hat. Was? Gehen die selber von aus? Nein, tun sie nicht. Von einer Urmutter, das ist die Urmutter, haben die mal vor Jahren in der Zeitung gezeigt. Das heißt, mit wem hat die sich denn weiter gepaart? Kannst du mir das mal sagen? Das war ein Fossilienfund einer Art. Es gibt auch mehrere Fossilien, du Idiot. Ich weiß es nicht. Geht gar nicht. Das heißt, wenn du sagst, aus Adam und Eva geht das nicht, ja, dann geht es bei dir erst recht nicht. Aber wir sagen, aus Adam und Eva geht. Warum? Na dann sag mal, warum. Weil Gott allmächtig ist. Fick dich. Und Gott kann das dazu bringen, dass diese Menschen, die Geschwister, die da rauskommen, sich untereinander paaren können dürfen. Und das ist eine Notwendigkeit und dass da keine behinderten Kinder rauskommen. Was ist der Beweis dafür? Den Beweis haben wir heute. Wo? In Deutschland. Was? Ja, in Deutschland gibt es ein Ehepaar, das sind Bruder und Schwester, in Sachsen. Und die haben 4 Kinder miteinander, von den Kindern sind 2 gesund. Also eine 50-50-Chance ist der Beweis für die Existenz eines allmächtigen Gottes. Fick dich! Aber heute hat Gott das in der Scharia vom Islam verboten und die Kinder werden normalerweise krank. Muss aber nicht unbedingt. Wenn Gott will, können die gesund werden. Und so hat Adam und Eva, haben sie Zwillinge bekommen in jedem Bauch. Und das Kind von dem einen Bauch, das Mädchen vom einen Bauch, hat den Jungen vom anderen Bauch geheiratet. Und Gott hat es zugelassen, dass sie sich so weiterentwickeln. Gott hätte doch auf einmal sagen können, los, 1 Million verschiedene Menschen auf die Erde. Punkt. Und so hat sich der Mensch weiterentwickelt. Und so sind wir alle Brüder und Schwestern in Adam und Eva. Ist das unmöglich? Nein. Aber deine Sache ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Darwinismus ist ohne die Hilfe Gottes unmöglich. Aber wir haben von vornherein gesagt, es ist möglich, weil Gott da ist. Und Gott kann das. Hat einer einen Zweifel daran, dass Gott es ermöglichen kann, dass ein Bruder und eine Schwester heiraten und gesunde Kinder dabei rauskommen? Kann keiner, weil es sogar heute stattfindet. Um noch einmal zusammenzufassen, wie Pierre, bitte schlag mich hart, härter, härter, ins Gesicht, härter, Vogel, hier argumentiert. Er stellt alles falsch dar, was man nur darstellen kann, lügt, dass sich die Balken biegen, baut gigantische Strommänner, die die Laufbahn des Mondes beeinträchtigen und labert so viel Scheiße, dass er darin ersticken wird. Und wenn man ihn darauf anspricht, dass sein eigenes System ja irgendwie doch so kleinere Fehler hat, argumentiert er mit, ich habe aber einen magischen Zauberer, der darf alles. Ich möchte meinen Unmut mit einem kleinen persönlichen Gedanken zum Ausdruck bringen. Pierre Vogel ist das widerwärtigste, werteloseste Stück Abfall, das ich jemals gesehen habe. Wenn ich ihn jemals auf der Straße sehe, werde ich ihn bei lebendigem Leibe häuten und mit Streusalz überkippen. Wenn irgendjemand auf die verfickte Idee kommt, seine verkackten Argumente hier verteidigen zu wollen, werde ich diesen jemand finden, in seine eigenen Zähne...